Das Licht geht an. Guten Tag, Dennis. Na, hallo. Na, was macht die Kunst? Ja, läuft alles, ne? Ich pick hier ab, ne? Baldmann sei, liebe Freunde von Orpha Hunters, Orpha Shooters, wie ihr sehen könnt, wir sind für euch wieder unterwegs. Und zwar sind wir diesmal in Chemnitz bei der Firma Professor Optiken und neben Besitz der Geschäftsführer Dennis Storhan. Hallo. Und ihr seid ja eine recht junge Firma, Dennis. Wie ging das damals los? Ja, so angefangen hat das so 2019. Da haben wir so die ersten Ideen gehabt. Und ich komme ja aus der Branche, habe dann irgendwie 2017 aufgehört und habe was ganz anderes gemacht, ganz andere Branche. Und da hatten wir tatsächlich, weil ich viele Behördenthemen hatten, auch das Thema Wärmebildtechnik. Und naja, irgendwie mit meinen Geschäftspartnern haben wir dann überlegt, wie kann man das noch ausbauen, was kann man anders machen, was kann man auch besser machen als andere oder optimieren, sagen wir es mal. Anders machen. Anders. Ja, und ja, da haben wir die Entscheidung getroffen Anfang 2020, nachdem wir uns auch ein bisschen in China umgeschaut hatten und in Fernost, dass wir eine eigene Marke gründen. Und dann haben wir angefangen, Optiken zu verkaufen, genau. So ja. Ist das entstanden. Ja. So, Matze, ich habe ja immer von der Schrottkiste gesprochen und tatsächlich, hier ist sie. Es ist nichts gedreht und nichts gefaked. Mal raus. Das ist jetzt im Prinzip das, was wir nicht mehr verwerten können aus den letzten 3 Jahren. Du siehst hier 3 Zieloptiken. 5 Red Dots und, was ich gesagt habe, nicht mal 10 Ferngläser. Ne? Und das hier zum Beispiel ist ein Sturzschaden, da ist es runtergefallen und einfach die Augenmuschel rausgebrochen. Und das sieht ja tatsächlich bei den anderen Watzmännern und anderen Ferngläsern auch ähnlich aus. Feuchtigkeit eingetreten und so weiter. Also es ist auch viel Human Factor dabei, wo wir einfach auch nichts dafür können tatsächlich. Also du siehst, es ist verschwindend gering. Du hast mir gestern im Vorgespräch gesagt, einer eurer Unique Selling Points ist halt einfach eure Flexibilität. Ihr habt ein relativ kleines Team. 5 Leute seid ihr, glaube ich. Ne? Aktuell 5 Leute, genau. Aber ihr könnt relativ schnell auch auf bestimmte Sachen reagieren. Also ihr habt nicht so einen großen Wasserkopf. Ist das wichtig für euch? Das ist tatsächlich wichtig. Wir haben relativ flache Hierarchien, wir haben ein gutes Team. Wir sind selber Sportschützenjäger, also haben selber mit unseren Sachen auch zu tun, testen das selber auch und versuchen selber natürlich auch unsere Produkte auf Herz und Nieren zu testen und wollen auch nur das wirklich anbieten, wo wir selber sagen, okay, das kann man verkaufen, das kann man anbieten, das funktioniert, das ist verlässlich. Ja, das ist unsere Idee. Wir sind ja jetzt hier in eurem Ladenlokal. Das ist jetzt relativ frisch, relativ neu. Genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei euch sind allerdings die Messen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie viele Messen bearbeitet ihr so pro Jahr? Also zu Anfang natürlich durch Corona wenig. Ja. Mittlerweile sind wir so auf 10 bis 15 Messeveranstaltungen. Und das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Medium, weil wir dort natürlich einen sehr intensiven Kundenkontakt haben, uns vorstellen können und natürlich auch unser Sortiment zeigen können und die Leute sich natürlich auch davon überzeugen können, dass es wirklich auch gutes Material ist, was wir anbieten. Ja, wir kriegen sehr viel gutes Feedback und ja, ist natürlich jeder eingeladen, sich das anzuschauen, uns kennenzulernen, mit uns zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Jetzt wird ja der eine oder andere höchstwahrscheinlich sagen, bei einer jungen Firma ist natürlich das Risiko, dass es die Firma dann in 2 oder 3 Jahren nicht mehr gibt, relativ hoch. Ich weiß, ihr seid aber, ihr habt euch nicht nur auf das Thema Optik als solches spezialisiert, sondern ihr habt euch ein bisschen breiter aufgestellt. Kannst du ein bisschen dazu was sagen? Ja, also zum einen versuchen wir auch, ja, ich sag mal, Verbrauchsgüter anzubieten, Akkus, Lockmittel, Wärmepads, Zielscheiben, also alles, was man jagdlich quasi benötigt. Wir werden das auch noch weiter ausbauen, das Sortiment, weil es einfach, irgendwann hat jeder eine Optik, du weißt, wie das ist, der Markt ist irgendwann gesättigt oder vermeintlich gesättigt. Es wird nicht ewig so quasi so eine hohe Nachfrage geben, gerade im Wärmebildthema. Deswegen wollen wir da auch ein bisschen unabhängig sein. Und ja, natürlich haben wir auch noch ein paar andere Themen, andere Zielgruppen und so weiter. Wir sind da sehr, sehr untriebig, lass mal so sagen. Ja, ein weiterer Part ist, das hast du mir eben gerade erzählt, ihr werdet höchstwahrscheinlich jetzt demnächst auch noch mit dem Thema Ausbildung anfangen. Genau, also der Laden hier ist neu, Weststraße 46 in Chemnitz. Einfach dem geschuldet, dass wir durch die Messen relativ viele Kunden haben, die auch uns besuchen wollen, sich mal was anschauen wollen. Und die möchte ich natürlich nicht in unserem Logistikzentrum haben.
also nicht, dass sie stören, natürlich nicht, aber ist es halt nicht das Plenum, wo ich jetzt, da muss ich den Koffer aufmachen, muss was rausholen oder irgendwas aus der Verpackung nehmen. Hier habe ich einfach alles da, hier kann sich jeder alles anschauen, kann seine Fragen stellen und hier können wir einfach einen Mehrwert schaffen, indem wir den Kunden auch hier individuell beraten und dementsprechend was anbieten können, genau. Und wir haben ja auch Plätze, wo wir im Prinzip Vorträge machen können und weil es hier in Chemnitz keine Jagdschule gibt, wollen wir hier auch zukünftig mal einen Jagdschulkurs anbieten, wo dann eine befreundete Jagdschule kommt und hier im Prinzip einen Kurs gibt und mit dem man dann auch die Schießausbildung hier in Chemnitz durchführt und so weiter. Das ist der Plan. Kannst du für unsere Fans da draußen noch mal kurz eure Internetadresse und eure Kontaktdaten durchgeben? Ja, wenn man euch kontaktieren will, also wo muss man sich denn melden? Ihr könnt uns natürlich über die Website, über das Kontaktformular auf www.professor-optiken.de erreichen. Gerne auch per Telefon. Wir sind bei WhatsApp, wir haben Instagram, wir haben Facebook und E-Mail tatsächlich unter der info@professor-optiken.de. Und mein Anspruch ist tatsächlich, dass jeder Kunde innerhalb von 24 Stunden auch eine Antwort erhält und dass wir sehr nah dran sind und einfach auch einen guten Service bieten. Das ist wichtig. Okay, dann schaut da einfach mal vorbei. Ja, vielen Dank.